12-14. Wieder löschen die Österreicherinnen den Block auf, aber die Spanierinnen souverän hier. Nächste Möglichkeit. Auf. Alle Zuseher. Stehen. Steffi kann es richten. Schafft sie es? Sie schafft's! Gold geht nach Österreich! Gold ist im Waldviertel! Ich sag's noch einmal, das ist Waldviertler Wahnsinn. Unfassbar. Sie haben diesen Druck ausgehalten. Auch wenn es nichts Schöneres gibt, als in diesem Stadion, vor diesem Publikum, so ein Spiel zu bestreiten, es gibt wahrscheinlich auch nichts Schwierigeres. Sie haben diese Prüfung bestanden. Und wie? Mit Auszeichnung. Rot-Weiß-Rote Sportgeschichte ist geschrieben. Österreichische Goldmedaille bei einer Beachvolleyball-Europameisterschaft für die Damen. Doris und Steffi Schweiger haben es geschafft. Sarah Montagnoli, die war Zweite, die war fast dran. Aber jetzt heißt es I'm from Austria für Doris und Steffi. Ihr seid die Besten. Ihr 2:1. Nach rund einer Stunde. Hochklassigem Sport. Toll im Kampf. Mit Herz, mit Leidenschaft, mit Einsatz. Mit Klasse. Haben sie es durchgezogen, haben sie es geschafft. Haben diese Schwächeperiode im zweiten Satz wegstecken können und waren im dritten dann wieder da. Auch David Alaba gratuliert und staunt, was hier abgeht. Und ich freue mich jetzt schon auf die Wahl der österreichischen Sportler und Sportlerinnen des Jahres. Denn in der Kategorie Mannschaft des Jahres gibt es, glaube ich, jetzt einen heißen Tipp für diese Trophäe 2013. Noch nie hat bei der Mannschaft des Jahres ein Damenteam gewonnen. Noch nie waren Beachvolleyballer Österreichs beliebtestes Team. Bei den Sportjournalisten beliebtestes Teams. Vielleicht schaffen es die zwei. Das ist der Matchball. Noch einmal die Reklamationen der Spanierinnen, was das Aufspiel betrifft. Alles vorbei, alles vergessen. Silber für Spanien, Gratulation, Superleistung und Gold für Österreich. Und wir alle waren dabei. So, Tom, der Platzsprecher steht bei Steffi. Ihre ersten Reaktionen, die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Dass ihr diesen Erfolg erzielt habt. Also ein großer Punkt war auf alle Fälle das Publikum. Es war zu Wahnsinn. Es ist eine Ehre, da zu spielen. Ich mag mich bei allen bei euch bedanken fürs Kommen. Es ist unglaublich. Doris, Europameisterinnen zu werden, ein Traum. Aber wie schön ist es, das zu Hause zu machen. In der Welthauptstadt des Beachvolleyballs. Ja, es ist unfassbar, sowas vor dem Heimpublikum erleben zu dürfen. Überhaupt Europameister zu werden, war für uns schon was ganz Besonderes. Aber vor dem Publikum ist natürlich das Allergrößte für uns. Es ist so eine große Ehre. So ein spitzenmäßiges Publikum. Hut ab vor den Österreichern. Ihr seid echt die Besten und die Coolsten. Riesenapplaus für unsere Europameisterinnen Doris und Steffi Schweiger. Lass sie raus, die Tränen, Doris. Die hast du dir verdient. Zeig uns die Emotionen.
die jetzt einfach raus wollen aus dem Körper nach so einer Leistung, nach so einem Erfolg, nach so einem Turnier, dass sie mit einer Niederlage gestartet sind, mit keiner guten Leistung, nervös waren. Und dann ist es von Spiel zu Spiel besser geworden. Und jetzt endet die Reise. Heute Nachmittag, am 3. August 2013 mit EM-Gold. Gold bei den Heim-Europameisterschaften. Doris und Steffi, wir